Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Minecraft Tree Battle. Hä? Was ist das denn? Und warum ist da so ein blauer Typ? Ich weiß selber nicht, was er vorhat. Ja, ich hab Manu nicht gesagt, was ich vorhab, aber was heißt denn, was bedeutet das denn Tree Battle, Manu? Vielleicht, dass du Monster Hunter Ultimate Tree mit mir spielen willst? Richtig. Und da kämpfen willst? Nein, Tree Battle, wenn man jemanden challengen will, hat man hier doch drei Optionen. Drück mal Challenge und auf jemanden. Es gibt die Liga Games, Player. Super Jump so, und Snowsbleef. Ja. Ah, und wir werden in jeder Kategorie jetzt einen Kampf durchführen, ja. Okay. Okay, du darfst. Willst du die erste Herausforderung machen? Okay. Du darfst dann Syndicate Game. Oder darfst ja aussuchen, was zuerst kommt. Ist egal, welche Reihenfolge. Es wird auf jeden Fall in allen Kämpfen, und logischerweise wird es dann ein Best of Three, ne? Ja. Logisch. Macht Sinn. Okay. Oh, du hast zuerst eine Runde Syndicate Games. Oh Gott, auf der Map, die kenne ich nicht. Die kennst du nicht? Nee, die hab ich einmal oder so gespielt. Okay. Okay, also das, könnte auch sehr schnell gehen jetzt, weil Syndicate Games ist jetzt nicht so der Modus, der 8 Jahre dauert. Obwohl bei uns war das nicht bei uns, wo das so lange gedauert hat? Ja, weil wir die Map Circus hatten und Circus ist halt immer 8 Jahre. Stimmt. That's right. Naja, das waren noch Zeiten, weißt du noch? Ja, ich damals weiß es noch. Ja. Willst du mich schon töten vielleicht? Nein. Ist schon hinter mir? Nein. Jetzt? Nein. Oh, da bist du. Ich sehe dich. Ja, wirklich? Ja. Hab ich gesehen. Da duckt er sich. Hör auf dich zu ducken, ist okay. Ich duck mich gerade gar nicht, ha. Du lügst. Ich wusste es. Doch, hast dich gerade geduckt? Nein. Ah. Um wie viel wetten wir? Ich kann nachher in deine Aufnahme reingucken, das weißt du. Ich hab mich ganz kurz geduckt. Ja, siehste. Dich wohl erwischt, du kleiner Schlawiner. Mm-mm, hast du nicht. Da hab ich. Oh nein. Da ist er ja, der Manu. Ich will ja echt nichts sagen, aber ich habe keine Waffe. Und das war der Untergang. Nee, du lebst noch? Ich lebe noch. Ich habe keine Waffe, ich kann mich nicht wehren. Alter, ich habe gedacht, weder Bogen. Weißt du, was ich dachte? Am Anfang hast du gesagt, es geht so schnell vorbei. Da habe ich gedacht, du wirst mich sofort töten, weil du gesagt hast, es geht so schnell vorbei. Nein, weil du keine Waffe hast. Ja, ohne Scheiß, wie behindert ist das? Ich kann mich in keinster Weise wehren. Ich habe weder Bogen. Nein, bam. Jetzt gerade habe ich einen gefunden. Da war eine Waffe drin? Da war eine Waffe drin. Das ist eine Kiste, die nicht jeder kennt und die ist mir dann gerade halt eingefallen. Ja, da war's. Ja, shit. Ich würde sagen, 1-0, Manu. Ja. Komm wieder hoch. Oben ist der Herausforderungspunkt. Okay. Oh, Alter, ich habe, als du am Anfang direkt gesagt hast, ich glaube, die Runde wird sehr schnell vorbeigehen, dachte ich so, okay, du hast eine Waffe, du wirst jetzt sofort rüberkommen, mich töten. Wäre ich auch, aber ich hatte leider gar nichts. Tja, da hast du Pech gehabt. So, ja. Die zweite Runde, die ich hier machen werde, wird eine Runde. Kannst du aber ruhig zugeben, dass du vorher mit dem Entwickler geschrieben hast, der hier das Ganze hostet und dann meine Kisten verändert hast? Das, no? Ja, ich geb's zu. Ich hab Manuels Kisten verändert. Ja. So, dass ich keine Waffe krieg. So war das. Ja, mach. Okay, relativ, nicht zu kurz und nicht zu lang. Oh, nee. Okay, ja. Gut. Dann verabschiede ich mich schon mal. Glaubst du, schaffst es nicht? Also, das Level schaffe ich. Oh, fuck. Das Level schaffe ich, aber du wirst es vor mir schaffen. Glaubst du? Ja. Oh, bin ich behindert. Nein, jetzt passiert mir das, was mir vorher schon immer passiert ist bei der Map. Oh, ich bin behindert. Schon mal gespielt. Ich bin zu weit gesprungen. Ich hatte so einen guten Lauf. Oh, Manu, du bist vor mir. Oh Gott, tot. Okay, wir sind beide gerade am Anfang. Wir sind beide gestorben. Alter, was mache ich hier gerade? Oh. Der Druck. Okay. Der Druck auf deine Blase. Okay, ey, Simon, konzentrier dich. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Mann, ich springe immer zu weit. Okay, ich bin bei den Kürbissen. Alter. Du wartest jetzt? Nein. Bam, badam, bam, bam, bei bam. Bei der Melone?
War, ich bin auch bei den Melonen gewesen. Ich meinte Kürbis gar nicht. Jetzt bin ich bei den Kürbissen. Nein, verreck, Simon, verreck. Oh, nein, nein. Oh ja, sieht gut aus, Manu. Sieht gut aus. Nein, hör auf. Tut mir leid. Tut mir leid, Manu. Jetzt bin ich bei den Melonen wieder. Ja, fuck. Und damit habe ich jegliche Spannung aus unserem Battle rausgenommen. Oh, Mann. Aber warte, wir können auch einfach so tun, als wenn du jetzt gerade verloren hättest. Ja, fällt auch gar nicht auf. Ach nein, das Ziel war es ja, überhaupt nicht ins Ziel zu kommen. Sondern oh, Mann. Der verloren hat, hat gewonnen. Ach, ja. Warum hast du es nicht vorher gesagt? Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, tja. Du darfst die Map bei Snowsleeve aussuchen. Okay. Okay, pass auf, wir machen zwar keine einzige, aber gut. Okay, wir machen Folgendes. Snowsleeve gibt 2 Punkte. Weil Snowsleeve, okay. Da muss man insgesamt 5 Runden in diesem Spielmodus gewinnen. Das heißt, Snowsleeve. Ja, aber hey, dann habe ich ja trotzdem verloren. Ja, nein. Snowsleeve gibt 2 Punkte insgesamt, weil man muss insgesamt 5 Runden in diesem Spielmodus gewinnen. Das heißt, wenn du jetzt gewinnen solltest, steht 2-2, dann müssen wir ein finales Battle machen. Ach so. Weil Snowsleeve ist nicht einfach nur 1 gegen 1, ja. Also eine Runde, sondern Snowsleeve ist direkt 5 Runden. Guck, wir brauchen 5 Punkte. Deswegen würde ich es halt als doppelt zählen. Nein! Fuck. Oh, da warst du ganz schön runtergefallen. Okay. Solltest du jetzt verlieren, ist natürlich aus, logischerweise. Okay. Ja! Oh, ich muss natürlich. Aber ich gewinne, weil ich bin der Beste. Wie keiner vor mir war. Nö. Weiß ich nicht, was kommen wird, ich bin tot. Das war nicht so gut, Manu. Ich mach dich kaputt, Manu. Ich mach dich kaputt. Ja, ich merk schon. Ja, du bist halt der Minecraft, nie. Nee, das bist du doch. Du hast schon vor mir Minecraft hochgeladen. Oh, nie. Da hab ich noch gar keinen Kanal gehabt. 2 Jahre. Das ist schon Minecraft hochgeladen. Oh nee. Du hast schon einen unendlichen Tunnel gebaut, da wusste ich nicht mal mehr, was Minecraft ist. Stimmt. Ja, meinen unendlichen Tunnel, den toppt keiner. Nee, das stimmt. Vor allem unendlich, naja. Der ewig lange, Manu, nee, wie hieß das Video? Du bist jetzt, musst du mich konzentrieren, 3-1. Ja, du hast mich ein bisschen abgelenkt. Nein. Aber nein, der Move von mir, knapp. Der Move von mir war gut, musst du schon zugeben. Das war Huliguli, zack. Hä? Ja, wie kann es denn sein, dass du mich erreichst, wenn ich genauso den Weg für dich abschneide? Ja, anscheinend ja nicht, ne? Hä, hab ich aber genauso. Jetzt versucht er hier wieder rauszureden. Manu Text an. Ja, Aimbot. Ja. Yeah. Och, ich bin so dumm, Alter. Oh, ja, geil. Okay, 3-3, ich bin so dumm. Gestorben. Ich wollte über die Dringens drüber springen, hab's nicht geschafft. Ja, ach, verreck was? Doch, komm. Hä, komm doch her! Nee. Traust du dich? Nein, hä? Ich trau mich nicht. Das sieht so weird aus, wie du mit der Schaufel abgehst. Ich bin so ein Bagger. Wäre noch besser, wenn das so wäre, dass wenn du halt Schneebälle abgebaut hast, dass du dann noch, also Schnee abgebaut hast, dass du noch Schneebälle zum Werfen bekommst. Ja, das wäre cool. Weil dann könntest du nämlich auch Leute aus der Entfernung ein bisschen abballern. Oh, geh doch! Nein! Ja! Fuck. Oh, gut, ich hab schon gedacht, Alter, das wird sich so richtig ziehen. Okay, 4-3. Bam, bam, bam. Alter, du wärst schon fast runtergefallen. Ich weiß, aber ich hab auf Risky gespielt. Na, Simon, hä? Ungeheuer Schwurz. Ja. Oh, Scheiße. Da bist du aber nach dem Vogel gelaufen. Ja gut, ich hab gewonnen. 4-1. 5-6, meinst du? Das macht Sinn, ja. Okay. Mann. Ja, hättest du jetzt gewonnen, das war ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das war ja relativ, die Spleef-Dinger war relativ ausgeglichen. Hättest du jetzt da gewonnen, dann hättest du noch ein richtiges Finale geben müssen. Ja, ich bin aber zu schlecht. Ja, aber vielleicht beim nächsten Mal. Das war so eine kleine Idee, Leute, weil damit man mal so 3 Spielmodi in einem Video packt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Das Tree Battle, ich habe jetzt Patent drauf. Das heißt, wenn andere YouTuber das auch machen, dann müsst ihr mal schreiben. Ja, ungespielt strikt euer Kanal kaputt. Juhu, nein, Spaß. Nee, also wer das gerne auch so machen möchte, sei jedem offen gestellt. Also fände ich auf jeden Fall cool. Weil ich finde, das ist gut, so ein bisschen Abwechslung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch richtig freuen, wenn ihr es öfter sehen wollt. Wenn ihr mehr Tri-Battles sehen wollt, könnt ihr mal schreiben, gegen wen. Oder noch eine Revanche gegen Manu, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Heute Abend gibt es dann noch eine Folge Ungeschlagen. Und bei Manu, was gibt es bei dir heute auf dem Kanal? Langnese-Eis? Weiß ich nicht. Genie-Itzland kam gerade. Was kommt? Genie-Itzland. Ich weiß nicht, was das ist. Sag nochmal. Das ist Teenie-Itzland, ist das, ja. Was ist das denn? Was ist das? Ja, das ist Teenie-Itzland. Tiny Island, was ist das denn? Ein Flash-Game. Kennst du dieses total bekannte Handyspiel mit den... Mal, der Name entfällt mir immer. Das kennst du auf jeden Fall. Da spielen immer ganz viele Eltern, Mütter. Wo man so Sachen in der Reihe machen muss. Vom King. Das kennst du. Hä?
Ach, jetzt, Alter, jetzt wartest du aber, jetzt muss ich nachgucken. Candy Crush. Ach, Candy Crush. Das ist so eine Art Shakes and Fidget zusammen mit Candy Crush. Okay. Ja, cool. Okay. Ja, das war auch echt toll. Ja. Wer sich jetzt darunter gar nichts vorstellen kann, auf jeden Fall bei Manus Kanal vorbeischauen, angucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder bei Ungeschlagen und bei Ungefilmt und in meinem, was ist das da hinten? Was? Ein Ungeheuer. Ein Arschloch? Ja, richtig. Tschüss.